Was guckst du so sehnsüchtig? Ich bin verheiratet, glücklich, schäm dich. Lass mich in Ruhe, geh weg. Heute machen wir einen kleinen Ausflug nach Apolda, würde ich sagen. Also so der Plan. Das Wetter sieht nicht ganz so zuverlässig aus, aber es soll wohl nicht regnen. Regenwahrscheinlichkeit von 0% wurde angesagt. Dann will ich auch mal hoffen, dass das stimmt. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp unterwegs an so einem, naja, Café oder was es sein soll. Restaurant oder Hotel, ich weiß nicht. Und da gibt es so eigenartige Roboter, die bringen dir deine Bestellung an den Tisch. Aber wieso pfeift der Wind heute so? Ist das irgendwie gefühlt schlimmer als beim letzten Mal? So, ich hoffe, die Aufnahme läuft zur Zufriedenheit des Kunden. Ich liebe dieses Dorf mit den Kurven. Das Matze ist wieder gut drauf. Oh, da vorne eine Simme. Oh, sie biegt ab, sie biegt ab. Cool. Oh, ey, ich sag's euch, oh nee, ey, nein, es ist nicht wahr, nein, es ist wieder passiert. Ich habe so einen beschissenen Ohrwurm. So, und weil ich den hab, kriegt ihr den jetzt auch verpasst. Pass auf, hör zu. Hör gut zu, du bist mein Glück. Nicht immer, aber immer wieder bin ich total durch dich entzückt. Dieses Lied geht mir so dermaßen hart auf den Sack. Die ganze Zeit habe ich diese Scheiße im Kopf. Und ich höre ja sonst nie Radio, aber letztens war ich zum Sport gefahren. Ich muss ja da ein paar Kilometer fahren, das ist ja in der Stadt. Und da habe ich halt mal Autoradio angemacht und mir die Scheiße mal gegeben. Und da war dieses Scheißlied drin, Alter. Herr Götze, du bist mein Glück. Nicht immer, aber immer wieder bin ich total durch dich entzückt. Ich krieg's nicht mehr raus aus dem Kopf. Ich hab's schon mit allem Möglichen versucht.
Ja, zum Sport, ja, das stimmt. Da muss ich ein paar Kilometer fahren. Wir haben uns schon mal umgeguckt bei uns auf dem Dorf oder so, aber das kannst du alles vergessen. Da ist nichts. Also da ist schon was, aber es ist halt kacke ausgestattet und muss halt viel bezahlen. Ich glaube 45 Euro bei dem einen, 45 Euro und mein Sohn, weil der erst 17 ist, 35 Euro. Naja, da sind wir halt bei 80 Euro. Kannst du vergessen, ich bezahle keine 80 Euro im Monat für ein Fitnessstudio, was mir noch nicht mal das bietet, was ich in der Stadt kriege. Ich meine, klar, so für die Alten auf dem Land ist das schon okay. Da passt das schon. Aber für ein paar Ältere oder noch nicht ganz so Alte, die sich bloß ein bisschen mal dort echauffieren wollen, die sich dort einen geben wollen, für die ist das schon okay. Aber ich brauche das da nicht. Hier sind so eigenartige, ja, wie abgefräst oder so, oder so. Ja, sieht ganz komisch aus. Hör gut zu, du bist mein Glück. Nicht immer, aber immer wieder bin ich total durch dich entzückt. Yeah, ich krieg's nicht raus aus meinem Kopf, diese Scheiße. Ich muss mir wahrscheinlich irgendwas Sinnloses einfallen lassen, irgendwie was selbst komponiertes. Mama, warum hast du deinen Junge nicht mehr lieb? Er ist doch noch genauso cool wie früher. Krasses Konstrukt. Alter, das ist doch deutsche Baukunst. Wetzendorf, hier kannst du dir einen wetzen. Wetz dir einen. Kleines Hundi, scheiß nicht in alle Ecken. Aber das Dörfchen ist ein schönes Dörfchen irgendwie hier. Gefällt mir gut. Sieht gut aus. Also wir haben ein paar schöne solche kleinen Odien, also kleinen Idioten. Großvater. Ich weiß gar nicht, ob er begeistert war von der Maschine oder ob es ihn genervt hat. Hier ein kleines Flüsschen, das glaube ich die Unstrut. Saale, wir sind im Saale-Unstrut-Gebiet unterwegs heute. Mutter, mäh den Rasen.
blitzeblank muss der Rasen sein heute Abend, wenn ich zurückkomme. Und wehe nicht. Dann setzt es was. Kirchscheidungen. Hier scheiden sich die Kirchen. Oder gibt es hier Scheidungen in der Kirche? Wenn du dich scheiden lassen willst, dann nur in der Kirche, Alter. Mama hat gesagt, Papa wollte sich in Kirchscheidungen scheiden lassen. Doch die Kirche hatte zu und jetzt sind sie immer noch verheiratet. Und unglücklicher als je zuvor. Mal ein bisschen die Hand entspannen. Der Handschuh hier, da war an dem Daumen am Anfang, der Daumen war übelst straff an meinen, hat völlig auf den Knöchel gedrückt. So richtig, aua. Dann habe ich immer so ein bisschen so dran gezupft und gezerrt, das Leder mal ein bisschen gedehnt. Jetzt geht's einigermaßen. Der Hund. Geil. Auch so ist schön, ideal eigentlich. Die Sonne ballert hier nicht auf den Pelz und scheint ja auch nicht in die Fresse. Sie guckt ein bisschen da oben durch, aber das ist okay. Vater, mäh Rasen, Junge. Mutter hat schon angefangen, ihren zu mähen. Wer ist erster von euch? Das ist Laucha. Ja, ich glaube, das ist Laucha. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Hier habe ich meine Lehre gemacht zum Landmaschinenschlosser. Ist das Laucha? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Also ich habe das komplett anders in Erinnerung, muss ich sagen. Oh, hier, die Babes. Baby. Was guckst du so sehnsüchtig? Ich bin verheiratet, glücklich, schäm dich. Lass mich in Ruhe, geh weg. Strammelt sich den Wolf. Wolfgang. Auch mal ein paar Leute heute unterwegs. Ich glaube, wir sind auch schon am Ziel da unten. Da ist das
das Restaurant mit den Robotern. Mal gucken, ob ein paar Biker da sind. So, da, hier ist der Laden mit den Robotern. Ja, die, guck mal, die Shopper, die haben alle so einen breiten Latsch da unten. Ich habe hier nur so einen kleinen schmalen. Ich hoffe, den drückt es da nicht weg. Oh ne, glaube ich, gehe mal nicht davon aus. So, bin da hinten um die Kurve gefahren, wie der erste Volltrottel. Aber wisst ihr, was mir bei meinen Motoren richtig geil gefällt, ist der Auspuff sozusagen. Ich muss da nicht mehr viel dran machen. Eigentlich gar nichts, den kann ich so lassen.